Guten Tag, meine Freunde. Wie ihr heute schon gesehen habt, was wir gepostet haben, ich und Soulgrinder. Man kann nun auch das aktuelle Album von Soulgrinder bei mir vorbestellen, wieder als Vinyl. Diesmal nur in zwei Splatterfarben. Drei Stück zu je 33, erlaubt das Presswerk nicht mehr. Zu viel Aufwand, sagen die. Und die haben genug zu tun und das hält die nur auf. Okay, aber zwei Splatterfarben. Ist ja auch schon ordentlich, ne? Und wir haben uns zwar wieder Gedanken gemacht und so kreativ wie wir sind, hier einmal Vomit Terror und dann Vomit Orange, ne? Also Orange. Und dann Etern, heißt sie, könnt ihr auch bei dem, in dem Bestellstatus gucken, habe ich ja geschrieben, einmal Kotze und alte Kotze. Diese alte Kotze, also nicht diese Orange, ne? Die Farben, das so ein bisschen aussieht wie Karamell. Farben, ne? Das ist wirklich eine Special-Farbe, die wird extra angeboten, das ist eine Sonderfarbe, das ist etwas teurer, ne? Aber wir wollen wieder was Exklusives machen. Und diese Sonderfarbe, die wird extra angerührt, für die Schallplatte halt, ne? Und das lassen wir uns ein paar Euro kosten. Natürlich mit der Hoffnung, dass es bei euch gut ankommt und dass es euch gefällt und ihr die alle wegkauft, ne? Das ist ja ganz klar. Und weil die hier rumstehen sollen, die ja nicht. Und könnt ihr unten in den Kommentaren schreiben, wie ihr das findet, wie ihr diese Version findet da von Soulgrinder. Und könnt ihr ein bisschen mehr beteiligen in den Kommentaren. Jedenfalls, was mir aufgefallen ist, wenn jetzt einer sich beschweren möchte, dass irgendwie seine Platten noch nicht da sind. Ich habe jetzt heute nochmal einen Schwung Platten weggeschickt. Ihr könnt ruhig jederzeit mich anschreiben, mich kontaktieren. Am besten ist immer per E-Mail, weil auf Arbeit telefonieren kann ich nicht, ne? Am besten immer per E-Mail und ich würde so schnell es geht antworten. Das haben schon einige gemacht und ich habe immer sofort reagiert. Und natürlich bekommt auch jeder seine Schallplatte, weil ihr bezahlt die, ihr schenkt mir euer Vertrauen und dann werde ich das auch nicht missbrauchen und euch die Platte nicht liefern. Ne? Ihr sollt die ruhig schon alles haben. Ne? Gut, das war das. Dann in 2 Wochen normal und die E-Mails im B58. Im Moment sieht es so aus, obwohl die Ticketverkäufe steigen, dass es noch eine kleine Anpassung geben wird. Ne? Also das ist der Stand der Dinge. Die Tickets werden gehen gut weg, eine kleine Abendkasse wird geben und kommt alle vorbei. Wer nochmal die ganzen alten Punkbands, Norman und Emils nochmal leben möchte, ne? Und ihr seid herzlich willkommen, kommt vorbei. Und sonst, ja, geht es wieder weiter. Am 15.04. ich werde auch bald das Facebook-Event erstellen, ehrenwerte Grab in Braunschweig. Und dann, vielleicht kann ich jetzt schon verraten, nächstes Jahr, mal sehen, ob Toxoplasma wiederkommt, keine Ahnung. Und dann, ich halte euch auf dem Laufenden, was da auch noch passiert. Und folgt mir auf Spotify in dieser Playlist. Registriert euch für die KKR-Card und beteiligt euch ein bisschen mehr. Und dann geht die ganze Sache auch wieder rum. Ne? Okay, bevor ich jetzt irgendwie Quatsch erzähle, wir sehen uns.